Hallo zusammen, ich bin wieder der David und ich habe hier das Fraktal Design Define S Gehäuse für euch. Was das Gehäuse für coole Eigenschaften hat und was es für Kritikpunkte gibt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Film ab! Ja, wie eben gerade schon vor dem Intro gesagt, haben wir heute das Fraktal Design Define S vor uns. Das Gehäuse gibt es in zwei Variationen, einmal mit Sichtfenster, einmal ohne und nur in schwarz. Unten passt ein 120 bzw. 140 mm Lüfter rein, in die Front 3, oben 3, in das Seitenteil einer und hinten einer. Serienmäßig ist vorne ein 140 mm Lüfter installiert und hinten. Ja, wie man sieht, sieht man nicht irgendwie Lüftungsgitter oder irgendwelche Meshgitter, sondern Klappen. Hier oben haben wir drei Stück und hier im Seitenteil ist eine. Diese Klappen sind mit dem Gehäuse verbunden und sollen quasi, wenn ihr keine Lüfter installiert habt, so ein bisschen Geräuschentwicklung verhindern und quasi vor Staub und Schmutz schützen. Genau, also ziemlich schlicht, wie ihr hier seht, oben diese drei Klappen, im Seitenteil diese eine Klappe, kommen wir so schon zur Front. Die Front hat an der Seite Lüftungsgitter für die Lüfter vorne, das macht hier auch Sinn. Ansonsten hier oben das ganz normale Frontpanel, An- und Ausschalter, Reset-Knopf, Eingänge bzw. Ausgänge, Mikrofon und Kopfhörer, USB 3.0 Anschlüsse und hier diese Aussparung, da leuchtet später die LED für Power oder HDD. Also optische Laufwerke können in diesem Gehäuse keinen Platz nehmen. Das ist so ein bisschen dem neuen Gehäuseaufbau geschuldet. Ja, also viele Hersteller machen das jetzt, dass sie quasi den ganzen Schacht vorne weglassen und das Netzteil in einem separaten Bereich abtrennen, dass ich dort keine Hitze mehr stauen kann. Das ist also eine ganz sinnvolle Sache. Fraktal, wie ihr gleich sehen werdet, haben den Bereich zum Netzteil offen gelassen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Macht auch Sinn, da halt da noch ein weiterer Lüfter eingebaut werden kann. Genau, kommen wir zu dem Seitenteil. Hier auch nicht viel zu sehen. Und die Rückseite. Hier sehen wir, dass ein paar Akzente mit weißen PCI-Slots gesetzt wurden und dass der hinten verbaute Lüfter weiße Rotorblätter hat. Die Schrauben, hier übrigens auch sehr gut zu sehen, bleiben quasi im Seitenteil drin. Die sind also mit einem kleinen Plättchen versehen und bleiben dadurch dran. Man kann sie also nicht verlieren. Ein schönes Gimmick. Dann haben wir jetzt mal das Seitenteil. Wie man sieht, standardmäßig bei Fraktaldesign gedämmt. Finde ich eine schöne Sache. So sieht das quasi jetzt von innen aus. Hier ist diese Klappe entfernbar. Durch diese vier Schrauben wird sie gehalten. Und diese ist auch gedämmt. Das heißt, wenn ihr da wirklich keinen Lüfter zum Einsatz bringen wollt, ist das Gehäuse quasi wirklich geschlossen. Die Kabel muss ich, denke ich, mal nicht erklären. Es gibt natürlich auch wieder so einen schönen User Guide und Accessoires dazu. Die mache ich jetzt mal ganz kurz auf. Was haben wir denn da Schönes? Ein paar Schrauben, ein paar Kabelbinder und sogenannte, was steht hier? Reservoir Brackets. Wofür die da sind, das werden wir später noch sehen. Ansonsten sehen wir halt nicht viel in dem Gehäuse, das ist auch eine gute Sache. Es ist halt wirklich viel Platz für Wasserkühlung etc. pp. da. Hier vorne kann beispielsweise ein Wassertank platziert werden, was auch immer. Wir haben halt die Möglichkeit, hier sehr viele Radiatoren zu verbauen. Vorne ein 360er, hier ein 360er. Hinten 140er, unten 140er. Ansonsten fehlt halt der Schacht. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich finde es eine super Sache, weil der Airflow so echt optimiert ist. Bei den Anschlüssen bin ich stehen geblieben. Genau, die haben wir dann natürlich den USB 3.0 Stecker und PowerSW, HDD, LED und so weiter und so fort. Das Netzteil ist wieder unten zu sehen, gummiert gelagert mit so zwei Gummistopfen. Da entstehen also auch keine Vibrationen. Auf der anderen Seite, was erwartet uns da? Erstmal natürlich auch diese schönen Schrauben, die nicht rausfallen. Und es ist natürlich auch gedämmt. Hier sieht man, dass auch viel Wert auf Kabelmanagement gelegt wird. Wir haben hier so schöne Kabelschlaufen, damit man die Kabel auch ordentlich fixieren kann und keine Kabelbinder, die quasi nur einmal verwendet werden können. Die gibt es zwar auch im Lieferumfang, aber das finde ich echt schön. Dann haben wir hier sehr viel Platz, um SSDs beispielsweise oder Festplatten zu befestigen. Wir haben hier allgemein sehr viel Platz, finde ich. Also man kann hier sehr viele Kabel verstauen. Ich hoffe, das kommt auf dem Video so gut rüber. Selbst hier. Hier auch nochmal die Möglichkeit, SSDs zu verstauen. Und sehr, sehr gute große Öffnungen, die dabei helfen, die Kabel vernünftig verlegen zu können.
Dann wollen wir mal die Front abnehmen. So, meine Kamera war gerade irgendwie der Meinung, den Dienst zu quittieren. Deswegen jetzt nochmal in anderer Position ohne Drehteller. Ich möchte euch nochmal kurz zeigen, wie man die Front abnimmt, indem man nämlich einfach unten zieht. Das geht ganz einfach. Schon ist er ab. Und wir sehen hier hinter die drei Lüfterpositionen und im Endeffekt der riesige Staubfilter, den man einfach so entnehmen und quasi wieder auswaschen kann. Was ich ziemlich gut finde, ist, dass das Panel hier mit dem Gehäuse verbunden ist und man nicht aufpassen muss, wenn man die Front abnimmt, dass man da welche Kabel rausreißt. So, jetzt muss gerade mal das Handy aushelfen, weil die Kamera doch spontan keine Lust mehr hatte. Was ich euch vor Einbau der Hardware eben noch mal ganz kurz zeigen wollte, sind die Klappen oben, wie man sie entfernt. Das Gehäuse liegt hier gerade vor mir. Und diese Klappen hier oben können einfach durch das Rausdrücken der Clips, was hier wirklich einfach geht, entfernt werden. Und dann kann man eben die Radiatoren bzw. die Lüfter einbauen. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zu der Unterseite. Hier sieht man schön die Chromfüße, die auch so richtig toll gummiert sind. Und eben hier auch ein rausziehbarer Staubfilter, den man quasi dann auswaschen kann. Ja, jetzt geht's ans Einbau der Hardware. So, da sind wir wieder. Der Einbau der Hardware ist geglückt. Wir können das Gerät jetzt mal starten und siehe da, es läuft. Die Lüfter, die jetzt verbaut sind, sind schon wahrnehmbar, muss man dazu sagen. Kann man sicherlich auf dem Mainboard so ein bisschen runterregeln. Aber so im Standardbetrieb, ohne die jetzt runterzuregeln, sind sie doch leicht hörbar. Dann gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Wir haben ja auch sehr viel Platz in dem Gehäuse, was ich ja echt gut finde. Und es lässt sich wirklich alles schön verstauen. Was mich so ein bisschen geärgert hat bei der Montage des Mainboards, vorher muss man ja diese goldenen Schräubchen reinschrauben in das Gehäuse selbst, um das Mainboard danach darauf zu fixieren. Leider wurde hier nicht darauf geachtet, dass man die Gewinde vielleicht vor dem Lackieren bzw. Pulvern mal abklebt, denn die wurden anscheinend sehr stark mitlackiert. Und leider hatte ich Probleme damit, diese goldenen Schräubchen da einzubauen. Für die eine habe ich ein bisschen länger gebraucht. War ein bisschen umständlich. Ja, ansonsten möchte ich jetzt auch nochmal darauf hinweisen, das habe ich nämlich gerade in dieser coolen Anleitung gelesen, die ich übrigens wirklich mal echt super finde. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Hier sind alle nötigen Informationen zum Gehäuse, was man wo installiert, das sollte eigentlich jeder wissen. Kommen wir mal zum coolen Part und zwar, na, wo haben wir es denn? Optional Steps. Da haben wir einmal die Demontage der Deckelklappen da oben und hier sehen wir, dass wir quasi auch extra Platz für einen Wassertank haben im Falle einer Wasserkühlung, die wir hier leider nicht haben. Also im Bereich hier vorne. Dafür sind nämlich auch diese Klammern da, upsala, die ich Anfang des Videos gezeigt habe. Und dass man eben unten dann auch eine Pumpe installieren kann. Sogar mit Abmessung. Was ich aber noch viel cooler finde, ist, dass sie hier hinten eine Übersicht gemacht haben, was wie wo reinpasst. Das heißt, hier haben wir die genauen Maße, welchen Radiator mit welcher Dicke, beziehungsweise wie dick der Radiator plus Lüfter sein darf, an welcher Stelle, dass das alles noch passt. Das finde ich ist eine super, super Sache, wenn man sein System plant und gut 450 mm, also von den Grafikkarten her kann man hier eine einbauen, die fast einen Meter lang ist, so wie das gerade von hier aus aussieht. Nein, Spaß beiseite, 450, ich addiere das jetzt mal ein bisschen auf. Ich denke mal, die längste Grafikkarte, die es gibt, passt in dieses Gehäuse, wenn man nicht gerade wieder eine Wasserkühlung dazu einbaut. Und dann ist hier auch nochmal grafisch dargestellt, ohne viel Blabla, das finde ich echt gut, was für einen Kühler reinpasst. Hier also maximal 180 mm. Das ist doch echt mal ein gelungener User Guide, muss ich sagen. Finde ich gut. Ja, also wie gesagt, hier vorne passt da noch ein Wassertank rein. Dafür haben wir die extra Halterung, da unten eine Pumpe. Im Endeffekt ein super Wasserkühlungsgehäuse. Ich habe leider keine Wasserkühlung aktuell hier liegen, sonst hätte ich euch das mal gezeigt. Dann drehen wir das Ganze jetzt mal um und schauen uns die andere Seite an, die wirklich gut zuging, obwohl ich da hinten Kraut und Rüben veranstaltet habe. So, jetzt zoome ich mal ein bisschen ran. Vielleicht klappt das ja diesmal, ohne dass die Kamera wieder abschmiert. Ja. Ich hoffe, man erkennt noch so ein bisschen. Ich habe jetzt hier meine SSDs verbaut. Im Endeffekt haben wir ja da Halterungen für die SSDs und hier für die SSDs. Hier wiederum passen aber auch Festplatten dran, die dann sofort wieder entkoppelt sind. Finde ich eine super Sache. Ja, die beiden SSDs haben jetzt quasi hier Platz gefunden. Deswegen ist alles so ein bisschen eng. Ich dachte, das passt alles nicht so richtig. Aber Fraktal hat mich eines Besseren belehrt. Es passt doch alles sehr gut. Im Großen und Ganzen, finde ich, ging der Einbau super vonstatten. Man hat ja doch echt viel Platz. Und auch der 8-Pin-Stecker ging natürlich nachträglich wieder perfekt rein.
weil da einfach genug Platz gelassen wurde. Selbst die Montage der Grafikkarte, wo ich dachte, das könnte hier so ein bisschen eng werden mit dem Schraubenzieher, weil wenn man hier einmal reinguckt, das könnte schon eng werden, ist es aber nicht geworden, reicht genau. Anscheinend haben sich die Kollegen da ausreichend Gedanken zugemacht. Ja, außerdem bleibt noch zu sagen, dass das Netzteil auch quasi hier hinten entkoppelt ist. Ist auch eine super Sache, finde ich. Und dadurch natürlich keine Vibration und nichts verursacht. Wenn man keine Festplatten hat, sondern nur SSDs, dann hat man quasi alle Bauteile, die Vibrationen erzeugen können, entkoppelt. Ja, so viel zum Fraktaldesign Define S. Wie gesagt, ein, zwei kleine Minuspunkte im Großen und Ganzen, aber ein super Gehäuse. Ist preislich noch in Ordnung. Mit Versand liegen wir circa bei 80 € aktuell. Das ist schon gehobene Mittelklasse. Aber dafür bietet das Gehäuse auch viel. Ich denke mal, das wird vor allem Wasserkühlungsenthusiasten hier sehr gefallen. Und ich hoffe, dass mein Video euch so ein bisschen bei der Kaufentscheidung geholfen hat. Ich bedanke mich bei dem Martin fürs Bereitstellen und wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis bald.